Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Es ist eine der schönsten Gegenden Schwerins. Rund um den Ziegler Innensee ist in den letzten Jahren ein modernes Wohnquartier mit vielen Erholungsmöglichkeiten gewachsen. Die Route rund um den Zieglersee, natürlich auch an der Promenade entlang, haben die Läufer schon lange für sich entdeckt. Der beinahe kultige Ort wird von nun an sozusagen offiziell in Betrieb genommen. Der Verein Fünfseenlauf e.V. plant ab diesem Jahr die Strecke für einen Wettlauf zu nutzen. Wir wollten einfach für die Läufer und für die Läuferinnen, die an anderen Strecken der Stadt Schwerin laufen, diese Laufstrecke einfach einmal erschließen und mit den Läuferinnen und Läufern, die diese Strecke einfach laufen, gemeinsam einfach zusammenführen. Am vergangenen Mittwoch trafen sich am historischen Kran die Sportbegeisterten, um einen Trainingslauf zu absolvieren. Eine 5- und eine 10-Kilometer-Strecke standen ihnen zur Auswahl. Somit wollten die Läufer die neue Route in der Praxis testen. Alle waren darüber begeistert, dass der Traditionsverein sich immer neue Ideen einfallen lässt. Der Schweriner Fünfseenlauf hat in den 80er Jahren den ersten Schweriner Fünfseenlauf kreiert. Mittlerweile organisieren wir in diesem Jahr den 32. Schweriner Fünfseenlauf. Und nach der Wende hat dann der Schweriner Fünfseenlauf weitere Läufe für die Stadt Schwerin organisiert. Und in diesem Jahr sind es alleine 6 Läufe. Die Liste der Laufveranstaltungen in Schwerin ist sehr lang. Neben dem Wassersport ist das Laufen in der Landeshauptstadt zu einer wahren Leidenschaft geworden. Unter anderem liegt das auch an der Stadt selbst. Malerische Ecken, gut ausgebaute Fußgänger- und Radwege, frische Luft und viel Ruhe. Nur das eine bemängeln die Organisatoren. Junge Teilnehmer für lange Strecken fehlen. Wie man jetzt herangeht und die Jüngeren für diese Strecken gewinnt, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, weil auch als ich angefangen habe zu laufen, ich auch ein bestimmtes Alter von über 20 Jahren nachher erst hatte und die langen Strecken auch erst ab 30 Jahren dann gelaufen bin. Knapp 50 Minuten im vernünftigen Trainingstempo haben die meisten Langläufer gebraucht, um die 10-Kilometer-Strecke zu absolvieren. Diese hat sie völlig überzeugt. Somit wurde in Schwerin eine neue Tradition gegründet. Der allererste Wettlauf der Saison soll der Vorbereitung auf darauffolgende Turniere dienen. Es findet dann jetzt am 1. Mai der Sachsenhausen-Gedenklauf, der zum 51. Mal durchgeführt wird, statt. Wir haben dann gleich eine Woche darauf den Stundenlauf. Der Schweriner Stundenlauf wird zweimal im Jahr durchgeführt, immer am ersten Dienstag im Mai. Und natürlich dann am 2. Juli der größte Volkslauf und Volks- und Wanderlauf hier in Mecklenburg-Vorpommern. Apropos, nicht nur der Verein Fünfseenlauf veranstaltet in Schwerin beliebte Wettläufe. Die Szene ist groß genug und an spannenden Angeboten wird es in dieser Saison überhaupt nicht mangeln. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.